Ein herzliches Grüß Gott hier aus der Klosterkirche in Schönbrunn, aus dem geistlichen Zentrum unseres Pfarrverbandes Römhus-Hebertshausen. Die Gnade und die Güte unseres Gottes ist erschienen. Das verkündet die Kirche in diesen Tagen, das verkündet die Kirche am Weihnachtsfest. In der Geburt unseres Herrn Jesus Christus ist Licht in diese Welt gekommen, in die Dunkelheiten dieser Welt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Pandemie, die uns seit anderthalb Jahren im Griff hat. Ich meine vor allem auch die Dunkelheiten, die es bei jedem Einzelnen von uns gibt. Die Dunkelheiten, die wir kennen, Tod, Krankheit, Leid, Abschied nehmen. Mit der Geburt Jesu soll Licht in diese Dunkelheit kommen und auch in unsere eigene Welt. Das wollen wir an Weihnachten in den Gottesdiensten feiern, zu denen ich Sie ganz herzlich einlade. Zunächst aber wünsche ich Ihnen allen ein gutes und gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes kommendes Jahr 2022 und um es franziskanisch zu sagen, Pace et Bene, Friede, Heil und alles Gute.